eine willkommene Erfrischung in der Gluthitze am Nürburgring. Bruno Spengler feierte seinen zweiten Rennsieg in dieser Saison. Auch Markenkollege Martin Tomczyk oben auf. Der DTM-Champion aus dem Vorjahr zum dritten Mal in Folge auf dem Podium. BMW kommt am besten aus der Sommerpause und Bruno Spengler macht die Meisterschaft wieder spannend. Ich mache mir keinen Kopf über die Meisterschaftstabelle. Wir kommen jetzt zu ein paar Rennen, wo wir überhaupt keine Erfahrung haben mit unserem Auto. Und deshalb müssen wir Füße auf Boden bleiben. Aber sicherlich werde ich alles geben, dass ich so viel nach vorne wie möglich bin bei jedes Rennen, der kommt jetzt. Das Rennen um den Titel entwickelt sich zum Vierkampf. Audi hat nur noch geringe Chancen, denn Speerspitze Matthias Ekström bleibt zum zweiten Mal in Folge ohne Punkte. Ja, das habe ich schon seit langem ein bisschen abgeschrieben. Ich meine, ich fahre, um Rennen zu gewinnen jetzt und das kann man schon immer machen. Und Spaß macht das trotzdem, zu meinem Wochenende zu kommen, weil Siegen ist das, was das Schönste ist und Meisterschaft hin oder her. Man muss auch sagen, dass wir war dieses Jahr bis jetzt nicht in der Lage, um die Meisterschaft zu kämpfen. BMW und Mercedes-Benz geben den Ton an. Da nimmt man sich auch gerne mal Zeit für eine kleine Spritztour. Norbert Haug beweist sein Talent als exklusiver Ringchauffeur. Wir wissen alle, der Norbert Haug hat wirklich viele Qualitäten und seit heute weiß ich aus erster Hand, Driften ist auch eine. Das macht er wirklich super, das hat riesig Spaß gemacht. Als willkommener Gast abseits der Strecke präsentierte sich die ADAC Rallye Deutschland. Vorjahressieger Sebastian Ogier zeigte sich beeindruckt von der hohen Leistungsdichte in der DTM. I know it's very famous. Die DTM ist wirklich eine tolle Serie. Es macht einfach Spaß, das hier zu verfolgen. Die Autos sind wirklich fantastisch. Die würde ich gerne irgendwann mal ausprobieren. Try it one day. Insgesamt 89.000 Zuschauer strömten an die Strecke. Ausverkauftes Haus am Nürburgring. Bei heißen Sommertemperaturen heizte Tim Bensko dem Publikum noch zusätzlich ein. Muss nur noch kurz die Welt rennen. Danach flieg ich zu dir. Vier DTM-Piloten bei ihrem Heimspiel in der Eifel. Christian Vitores und Ralf Schumacher landeten am Ende auf den Plätzen 16 und 13. Timo Scheider ergatterte mit Rang 9 immerhin noch 2 DTM-Punkte. Bester Akteur in heimischen Gefilden, Mike Rockenfeller auf Platz 5. Seinen ganz persönlichen Rückblick liefert der Audi-Pilot im DTM-TV-Stück My Weekend. Keine Zeit zum Durchatmen. Schon am kommenden Wochenende gastiert die DTM in Zandvoort. Die frische Meeresbrise in Holland. Eine willkommene Abwechslung zur Gluthitze am Nürburgring.